Ja, es wird nun Zeit, uns das Solo-Schwert für... Okay, 80.000. Gut, kaufen wir uns das Solo-Schwert. Und wir sehen wieder Battle Arm. Was Battle Arm sind wir? Nur fast Battle Arm sind wir. Wir haben das Solo-Schwert. Und ich würde mal sagen, machen wir weiter. Ausrüstung. Hier zum Beispiel das Entermesser, 165 Blitzverstärkung. Katana, Ronok die Axt. Myrin, Großhammer. So, los. Okay, ist stärker. Hat das? Auf Richtung. Warum das jetzt? Lindspiel Friedhof und dann Richtung Gefängnis unsere Mutter retten. Und die neue Gegend seht ihr da oben. Das ist nämlich die Schneegegend. Diese Gegend wird nämlich auch eine neue Gegend werden. Moment gehen werden. Ah, das wird schön. Das Solo-Schwert. Es sieht so stylisch aus, muss ich sagen. Gut. Und ja, wie gesagt, bisher gibt es doch keine großen Nebenaufgaben, außer nur den Händlermetzgerei, aber das möchte ich nicht machen. Aber ich würde sagen, das Schwert sieht doch nice aus. Gut, wenn wir dann mal eins machen. Was unsere Mutter uns wieder erkennt, obwohl wir ja so eine fette Rüstung tragen und so fett aussehen. So muskulös aussehen. Ja, wie gesagt, das ist der Fable-Stil, wie gesagt, wenn man da muskulös ist. So, da hindurch. Also, dass wir das nicht wieder machen. Ne, wir gehen aber durch. Gut. Los geht's. Zum Bridge Gate Gefängnis und ihr seht den Boss da oben gleich. Natürlich kriegt man kein Gold, aber man kriegt ein bisschen. Ja. Wir müssen jetzt zum Gefängnis gehen und unsere Mutter retten. Super. Also, wunderschöne Gegenteil, wie gesagt, wir brechen ein. Als auszubrechen. Aber erst hier lang. Shit, dass man jetzt die ganze Zeit Schaden bekomme. Thank you.
So, gut. Was ist denn da drüben drin? Eine Wiederbelebungsfiole. Gut, wir haben schon Maximo. Es gibt nicht mehr als 9. Ach, es sieht gerade völlig wurscht, muss ich sagen. So, gut. Bargate Prison. Bargate Gefängnis. Komm raus. Komm mal, das Jiddisch. Na los, komm, komm! Na komm, noch mal das Jiddisch. Ich hab schon eine Truhe von Weitem gesehen. Sehr gut. Oh, cool! Das ist wahrlich gut. Und ich sehe noch was. Noch eine Truhe. Unsere Butters nebensächlich jetzt erstmal. Die Truhen sind wichtiger. Noch eine Wiederbelebungsfiole. So. Gott. Wenn ihr genügend Erfahrungen habt und die Gilde, ja, weiß ich. Ich kann was aufwerten, aber. Oh nein, das tut ihr nicht! Es geht schon! Eine Fleischwunde! Was meine Mutter befreit, mehr nicht. Aber ich geh erstmal da hinten lang. Was hast du rein? Nein, ich würde es nicht bereuen, so. Warum diese... Ah, ich weiß warum. Die schenken uns so viele Fiolen dort. Gut. Jetzt war ja wieder... Wie seid ihr hier runtergekommen? Durch. Noch einen einzigen Tag hier und ich drehe durch.
Nur die vorschriebenen Fässer sind zerstörbar, aber die Fässer, meine Fässer nicht. Schnappt ihn! Das geht jetzt hier durch. Aber wir müssen unsere Mutter retten. Wir müssen sie retten. Sie ist der Ende, sie ist der Ende. Ehrlich. Fasst mich nochmal an, dann drehe ich euch den Hals um. Ich kenne dich doch. Nein, das ist ein Trick. Ihr seid nicht mein Sohn. Der Bastard gaukelt mir was vor. Aber du bist es. Du bist es wirklich. Was hast du dir gedacht, herzukommen? Wusstest du nicht, dass er uns beide gefangen nehmen würde? Lass gut sein. Wir müssen hier verschwinden. Öffne diesen verdammten Käfig. Es ist nicht mehr weit. Aber wir müssen uns sputen. Es ist nicht mehr weit, okay. Ab nach unten, würde ich mal sagen. Der Untote. Nein, warte! Ich sehe, du bist gut ausgebildet worden. Ja, bei der Heldenbilder. Gott, lass. Aber wir müssen uns sputen. Jake. Hey, es ist unmöglich, abzugehen, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Bastard. Euer Ableger ist ein richtiger Held, liebstes Scharlachröbchen. Wusstet ihr, dass man ihn zum Arena-Champion gekürt hat? Ihr wärt bestimmt stolz auf ihn gewesen. Muss wohl in der Familie liegen. Das und in einer meiner kuscheligen kleinen Zellen eingesperrt zu sein. Widerliche Missgeburt. Lass ihn gehen. Er weiß doch überhaupt nichts. Ihr werdet bald bemerken, dass er eine ganze Menge weiß. Seht ihr, das Arena-Siegel, das ich ihm gab, hat mir jede seiner Bewegungen gezeigt. Es war höchst unterhaltsam. Er hat Gräber geöffnet, alte Trottel gerettet, sich mit seiner verrückten Schwester getroffen. Theresa. Ja, eure süße kleine Tochter ist wohl auch noch am Leben. Sie hat ihm alles über das Schwert erzählt. Und über eure verfluchte Familie. Und jetzt, meine Süße, werdet ihr mir verraten, wo der Schlüssel ist.